Hey, Pingo hier. Willkommen zurück zu einem neuen Stream-Highlight. Diesmal mit der Z52 auf der Karte Tränen der Wüste. Ein Match, bei dem ich, ja, ich sag's mal so, den Adrenalinrausch maximal ausnutzen konnte. Viel Spaß. So, let's go again. Wir fahren hoch nach Alpha. Die haben auch eine Z, die ist jetzt direkt vor uns hier. Fordere Unterstützung an. Da ist sie schon. Eine Mino haben sie auch noch. Oh fuck, my life, du. Er hat die Torps gut platziert, Leute. Das war jetzt echt nicht gut. Dann haben wir schön Adrenalinrausch. Kritischer Maschinenschaden. Nebelwand gelegt. 5000 AP habe ich noch. Shit. In Nitro-Range gehen wird mich umbringen. Der hat den gut predicted, den Torpedo, wie es aussieht. Einfach in die Richtung geschmissen. Ella ist putzi. Genau, das macht sie auch. Sie putzen. Ist sie sogar. Alter, das war stark, du, dass er rückwärts rausgefahren ist. Schöner Fehler von ihm. Okay. Dead Ohio. Bisschen näher ranfahren. Dass ich mit den Torps rankomme. Nur wegen der Mine muss ich halt super aufpassen. Die wird jetzt versuchen rückwärts zu fahren, die Ohio, schätze ich. Da müssen wir ganz vorsichtig sein hier. Unser Schliefen wird fertig gemacht. Unsere Sau, macht die eigentlich was? Ah, die ist in Kite-Modus gegangen. Ja. Fährt wieder vorwärts. Wenn er jetzt vorwärts fährt, Leute, dann nimmt er aber ordentlich was mit. Oh, perfekt. Wer sogar jetzt nicht laufen könnte, der nimmt jetzt fast alle mit. Vier Stück. Plus Flooding jetzt auch noch. Alle Stationen, Meldeposition. Mino hat sich zurückgezogen. Schön, 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 schön. Auch die Schliefen hat nochmal Torpedos geschmissen und getroffen gehabt, du. Stark. Der ist raus. Jetzt ist es wegen der Mino ein bisschen riskant, hier vorne ranzufahren, du. Fordere Hilfe an! Fordere Hilfe an! Help! Please! Pretty please! Die haben noch eine Roden irgendwo. Naja, ich würde aber trotzdem den Druck aufbauen. Die ist hier oben, die Mine. Wir fahren jetzt rückwärts rein. Strong! Ja. Unsere alte Katze musste damals das Zahnfleisch behandelt bekommen. War auch schlimmer Mundgeruch. Wenn eine betäubte Katze wach wird, ist das clumsy. Das ist... Das ist bestimmt irgendwo ein bisschen... Jetzt geht's woanders hin. Tja. Nur Torps.
Wenn da Minotaurs waren, bedeutet das, dass die auf jeden Fall in Reichweite ist. Da ist sie. Maschinenboost aktiviert. Boah, die macht jetzt aber nicht wenig Damage, du. Von hinten. Ich dachte, die wird ein bisschen besser bouncen. Ich habe jetzt gerade mit 20k oder so geredet. Bam, was denn? Wir sind tot. Wenn die uns noch besser trifft jetzt. Klonk. 145 HP. Ja, wir müssen drauf, Leute. Wir müssen da drauf. Entweder geht die Sau runter und hilft unten mit. Wir verlieren unten nämlich gerade irgendwie den Cap. Moskau muss halt noch ein bisschen mithelfen, wenn es geht. Also die Sau wird den Minospieler ja hoffentlich aufklären vorher. Da ist sie. Wird auch dann, sobald ich das hier habe, würde ich runtergehen und unten mithelfen. Da kann ich wenigstens Torpedos anbringen. So. Cheers, McBurn. 3 Minuten Kissencam, yay. Yeah. Good evening, Ruhausnahm. Dankeschön, Nubium. Vielen lieben Dank dir. Für deinen Resub. Im 27. Monat, Mann. Dankeschön für deinen Support. Jetzt schnell weg von der Mine und dem Radar. Ganz, ganz, ganz schnell weg. As fast as I can. Muss aus der Reichweite raus. Wenn es jetzt aufgehen sollte, habe ich ein Riesenproblem. Ein extrem großes Problem. Oh, fuck my life, Alter. Und wie das Problem am Start ist. 9 Kilometer. Hoffentlich gucken die nicht zu mir, sondern sind im Tunnel dort oben. Der guckt nicht. Hohen guckt auch nicht. Dankeschön. Bin gleich aus der Range raus. Keiner guckt. Nice. Uiuiuiuiuiuiui. Leben am Limit, Leute. Leben am Limit. So, unser Monty macht das nicht schlecht. Er fährt zurück. Bin mir nicht sicher, was jetzt hier die Bogon macht. Ich habe 40 Sekunden Reload für meine Torpedos. Kronen gibt halt Vollstoff jetzt vorwärts. Bogon weiß nicht, dass ich in seiner Flanke bin. Unsere Sau stirbt gegen die Mino. Wie es aussieht. Kilometer habe ich. Concealment. Deswegen sollte ich mal gerade. Scheiße. Fehler. Ein Torpedo hat die erwischt. 2 Torpedos. Fackel falls ab. Wurde ich schon wieder? Oh nein. Nein, nein, nein. Wir haben einen gegnerischen Kreuzer versenkt. Ein Treffer. Ein Nebel wurde gelegt. Noch ein Treffer Flooding.
Achtung, melde Zielposition. Sao lebt noch zum Glück. Mein Nebel hält noch ein bisschen. Wir haben ihn. So, dann müssen wir jetzt mal gerade hoch zur Mine. Das ist ganz schön knapp, das Game da. Aber sehr gut gemacht hier von Mr. Axel Dark 017 in seiner Montana. Hat er gut gemacht dort, den Gegner aufzuhalten. Idealerweise würde ich jetzt vielleicht sogar rübergehen nach C. Wir haben noch 7 Minuten 29. Auf geht's. Maximum Adrenaline Rush. Was haben wir eigentlich für einen Cooldown jetzt gerade? 46,9 Sekunden. Das ist so krass, gell? Ich habe halt auch meine Z auf Torpedo Reload geskillt. Deswegen haben wir auch ein schlechteres Concealment. Unser Sieg ist in Sicht. Alles für den Adrenalin-Rush, genau. Jetzt hat die Mino da das Duell gewonnen. Mit ihrem Hydro oder Radar. Und dann über die Insel drüber geschossen, über die Kante. Tja, und jetzt stell dir mal vor, ich hätte vorhin die eine Granate nicht an der Seite gebounced, sondern es wäre aufs Deck geschlagen, aber ich weg gewesen, Leute. Dann hätten wir, ja, wäre vorbei gewesen. Die Bogon hätten wir nicht weggetorpt, wir hätten die Rode nicht weggetorpt und geflattet. Das war auch super lucky. Es wäre vorbei gewesen. Durch, Leute! Aber wir hatten halt ein bisschen Dusel auch. Glück im Unglück. Wieder gewonnen mit der Z. Stark, Leute. Stark. 2084 Base. Aber dafür eine sehr, sehr spannende Runde. Nice one.